ich gehe nochmal zu meinem Spiegel und meinem Anzug. Wenn dieser Spiegel mitbekommt, Jansky braucht einen neuen Anzug, weil der macht es nicht mehr, sagt mir dieser Spiegel, du brauchst einen neuen Anzug. Und weiß gleichzeitig, Jansky hat den und den Stil, weil nimmt immer solche Anzüge, gibt immer so und so viel Geld aus, hat die und die Farben und so weiter und so fort. Dreht sich mit diesen Informationen um zu allen, die Anzüge produzieren und sagt, wer macht es mir jetzt am besten hier? Am billigsten und am, ja, also meine Qualität zum niedrigsten Preis. Was in diesem Szenario passiert, ist nicht, dass die Anzughersteller weg sind. Nee, die sind da. Sie haben nur keine Macht mehr über den Markt. Sie haben nur keine Macht mehr, keine Deutungshoheit mehr über Regeln und Preise. Weil das hat dieser Spiegel oder dem, der gehört. Und deshalb ist der erste Gedanke, wenn es wirklich um Zukunft, um Innovationen geht in den Unternehmen, wo ich heute reinkomme, immer, ich sage den Leuten, wir reden als erstes darüber, wie ihr die Macht über diese Software-Schicht bekommt. Weil wenn ihr die habt und gleichzeitig auch noch das, was ihr bisher habt, nämlich diese Hardware, super, perfekt.